Ui, ui, ui. Ah, ja, mein neues Intro. Ah, während wir ein bisschen was verkaufen haben können, nicht wirklich sehr viel. Ein Das bisschen ein mehr Kind mit Vorsicht der wäre Wache. angebracht. Tut mir leid. Hallo, Sie sind Bin ja wieder schon zurück. weg. Haben Sie etwas Gutes dabei? Wenn ich bedenke, wie übel es hier war, bin ich nicht unzufrieden. Nach Okay. dem, was ich gehört habe, sind Sie gar nicht so übel. Hey, Ziemlich willkommen. übel. Lock and Land, was? Lock and Load, ah. Da muss es wohl haben. Haarspinnen? Haarreifen? Ja, Haarreifen brauche ich. Warum ist denn da niemand? Verdammt. Will ich das riskieren? Liegt ja alles so schön. So viele Waffen. Ich habe eine große Okay, Auswahl okay. an Schusswaffen, Mann. Knarren, Knarren und noch mehr Knarren. Was brauchen Sie? Bobby Pins. Ja, ich mache viel selbst. Ich nehme das Zeug einfach auseinander und setze es wieder zusammen. Ist ganz einfach. Manchmal baue ich auch eigene Waffen. Naja, die Leute bringen mir, was sie bei den Missionen in die Finger kriegen. Bei der Nahrungssuche legt man schließlich immer ein paar Leute um. Die haben Wachen. Und dann will einer den Helden spielen und zieht eine Knarre. Und dann bringen sie das Zeug hier an und tauschen es ein. Das meiste Zeug, das ich bekomme, stammt von diesen Leuten. Die guten Sachen behalten sie für sich selbst. Ja, ich krieg hauptsächlich die Überreste. Knausrige Mistkerle. Ich weiß nicht, wie ich überleben soll, wenn ich nichts Ordentliches angeboten krieg. Ich bräuchte eine Auswahl, die für sie interessanter ist. Wenn ich mehr Ware hätte, die diese Typen wollen, würden sie mir bessere Sachen anbieten. Leider führe ich dieses Geschäft allein und komme nicht oft raus. Mein Geschäft ist von diesen Blödmännern abhängig. Verdammter freier Marktmann. Ich glaube, er braucht Sturmgewehre, haufenweise 20 Stück oder so. Ah, Ja, sorry. wie auch immer, Vollidiot. Halt die Klappe und kauf was, klar? Ja, sorry, Bro. Kein Problem. Aber eines sage ich Ihnen. Ich werde keine meiner Waffen zerlegen, um Ersatzteile zu bekommen. Neunzehn. Rösti. Fleißgewehr. Das ist vielleicht nicht der Beste. Klare Sache. Wenn Sie was sehen, das Sie interessiert, sagen Sie es mir einfach. Bobby Bins. Mist. Das ist echt nur Dreck. Echt nur Dreck. Naja. Und zwei Splitterminen. Ja. Ja, passt schon. Da. Bald, ja. Mit so jemandem macht man gerne Geschäft. Hey Mann, kommen Sie wieder, wann immer Sie wollen. Bobby Bins. Nicht hier. Kann man fast übernachten. In der Radioaktivität. Bobby Bins. Ich habe keine Waffe gestohlen, aber das Altmetall, das ist es mir wert. Keine Bobby Bins. Okay. Wenn ich bedenke, wie übel es hier war, bin ich nicht unzufrieden. Hey, coole Typen. Ich verzieh mich hier schon. Unterhalten sich mit gezogener Waffe. Genau so gehört sich. Sonst ist man nicht männlich, okay? Da war ich noch nicht drin, oder? Oder ist das die Klinik? Baracken. Nein, da war ich noch nicht drinnen. Natürlich, alles fällt auseinander anscheinend. Nicht mal aus dem Ofen kann ich was nehmen. Coca-Colas? Ja, was haben wir denn hier? Frischfleisch, direkt aus dem Ödland.
Wollen Sie aus freien Stücken zu den anderen in den Pferch springen? Oder soll ich Sie bewusstlos schlagen und reintragen? Ja, probier's. Ich bin nicht gemein, ganz im Gegenteil. Gemein? Sie hätten meinen Vater sehen sollen. Der Hundesohn schneidet Ihnen die Beine ab, nur um Sie auszulachen, wenn Sie versuchen, davon zu kriechen. Hab selbst gesehen, konnte sich kaum halten vor Lachen. Nach einer Stunde wurde ihm langweilig, also schlug er der armen Sau einfach den Schädel ein. Wenn ich so zurückdenke, eigentlich war es echt ziemlich lustig. Ja, tschüss. Das war's. Ah, was sehen meine trüben Augen? So ein schnuckeliges kleines Stück Ungeziefer. Ja, tschüss. Mist. Wer bist du denn? Oder wirst du ein Bro? Jotun. Ja, Jotun. Ich freue mich gar nicht. Was wollen Sie? Ich sehe zu, dass meinem Vater nichts passiert. Das ist ein ganz schön großer Job. Was auch immer. Ja. Und wo ist Daddy? Kann ich schlafen? Ja, was gibt's? Ja, stürzen wir uns in die Action. Jede Menge Action. Showtime. Was? Setz den Blitzattacke ein. Nach Irland. Okay, sagen sie nicht nach Fisch riecht. Oh. Gibt's hier keine guten Händler? Echt jetzt? Ein starker Kerl wie Sie verdient einen Anteil an den Sachen. Hier, nehmen Sie. 0 Problemo. Was? Hey. Ich sag's zum letzten Mal. Es reicht. Bitte. Nein. Ich bin nicht schuld. Ich schwör's. Das war der letzte Fehler, kleiner Barkeeper. Ich mach mich aus dem Staub! Ja. Noch eine Ladung gefällig? Sie sind so klein. So klein. Hallo, ich bin Emir. Er mischte Wasser in meinen Wodka, um mir mehr Kronkorken abzuknöpfen. Verwässert meinen Drink und will auch noch mehr Geld dafür. Vielleicht ist der nächste Barmann ja nicht so dumm. Was für ein Dummkopf. Füllt dir Wodka in dein Wasser. Was spielt das für eine Rolle? Wichtig ist doch nur, wo ich bin. Und das ist hier. Ich habe meine Jungen, meine Freunde, einen Haufen Kronkorken und genügend Hochprozentiges. Warum in der Vergangenheit wühlen, wenn die Gegenwart einen anlacht? Kommen Sie zurück, wenn Sie was trinken wollen, junger Mann. Für welchen Bartender? Oink. Und du so? Ah. Ich brauche Provi-Pins. Haarklammern. Hast du Haarklammern? Was ist los, Killer? Tut mir leid, bin schon weg. Interessante Frisur. Wie ist es denn mit der Blondine gelaufen, die Sie hereingebracht haben? Schließlich habe ich den einen Mensch, das sind ja Sie, Evergreen Mills verkauft. Bin beschäftigt, also verpissen Sie sich. Wenn es ums Geschäft geht, reden Sie mit Eulogy. Hallo? Okay. Der Typ chillt auf seinem Balkon. Gehen wir raus. In letzter Zeit irgendwas gefangen? Ich brauche Haarklammern. Warum hat denn niemand Haarklammern? Klammern. Irgendjemand. Ja, okay. Sprache. Das braucht doch niemand. Was wollte ich jetzt? Oh.
Hey. Glotzen Sie nur weiter, dann mache ich Sie fertig. Was? Sehen Sie was, was Ihnen gefällt? Was? Sehen Sie was, was Ihnen gefällt? Oh, kann man nicht eins von den Mädels, was er hat, mitnehmen? Auf. Oh, Baby. Komm schon. Ist das Blut? Oh, yes, yes, yes. Der Fund des Jahrzehnts. Ich gebe es mir in den Safe oder in den Kühlschrank zu Hause. Dann wunderschöne Nuka-Cola-Granaten. Wunderschöne. 40, wofür bezahle ich Sie eigentlich? Haben Sie das da draußen gesehen? Wovon reden Sie, Mann? Wo ist der Typ hin? Sieht doch alles gut aus. Wirklich, jetzt ist er unten. Oh. Ich extra auf den Balkon rauf für ihn. Und dann steht er vor der Tür. Okay, Bro. Auf weg zu rennen. Naja, wenn Sie es so sagen, es gibt da wohl ein paar Sachen, um die man sich kümmern sollte. Ich mach mich dran. Nach dem, was ich gehört habe, zeigen Sie etwas Initiative, bevor ich Sie verschachere und Ihren Job einem dieser Idioten aus dem Käfig gebe. Willkommen in Paradise Falls, Sir. Treten Sie näher. Was ist? Wird Zeit, nach der Wahrheit zu sehen. Mr. Eulogy mag es nicht, wenn ich ohne seine Erlaubnis mit den Kunden rede. Sie möchten sicher gerne bei uns Kunde werden. Ich hoffe, Paradise Falls kann Ihren Wünschen gerecht werden. Wir urteilen nicht, wir stellen keine Vermutungen an. Wir wissen, dass die Welt hart ist und dass jeder selbst zusehen muss, wie er überlebt. Gut, gibt es etwas Bestimmtes, an dem Sie Interesse hätten? Wir haben einen Mann in Rivet City. Suchen schon eine Weile. Er ist aber sicher schon weg. Ach ja, mischen Sie sich bei uns besser nicht ein. Da ergänzen wir beide uns ja perfekt. Sie wollen Sklaven kaufen, ich will Sklaven verkaufen. Wir haben ein paar wunderbare Exemplare hier. Schon gesehen? Nun, Sie sollten sie sich aber ruhig mal ansehen. Sagen Sie mir, ob was dabei ist, was Ihren Bedürfnissen entspricht. Lassen Sie mich erwähnen, dass wir sogar ein paar Kinder hier haben. Das sehen Sie nicht alle Tage. Eine sehr, sehr gute, langfristige Investition. Wenn Sie sich das Angebot angesehen haben, können wir die Details besprechen. Ja? Kann ich Ihnen helfen? Oh no. Oh no. Man muss vorsichtig sein, wenn man einen Sklaven als Leibwächter einsetzt. Den meisten liegt nicht viel daran, das Leben ihres Herrn zu schützen. Aber sie haben Glück. Mein Mädchen Clover ist genau die richtige für sie. Haben Sie gesehen, wie es hier aussieht? Ich habe Leibwächter für alle Ansprüche. Selbst für so große wie meine.
was das Besondere an ihr ist? Clover ist das verrückteste Mädchen, das ich je gesehen habe. Und ich bin ein Experte für verrückte Mädchen. Verrückt im Kampf, verrückt im Bett, verrückt in jeder Hinsicht. Vor allen Dingen ist sie in jeden, der sie an die Kandare nimmt, irrsinnig verliebt. Für den Spottpreis von 1000 Kronkorken könnte Miss Clover ganz wild nach Ihnen sein. Oh Gott. Nein, Jericho ist auch nicht geistig normal. Sie haben sie ja noch nicht einmal in Aktion gesehen. Clover gehört Ihnen. Viel Spaß, ihr zwei. Okay, das war schnell. Ich heiße Clover. Wie ich höre, bist du der neue Mann in meinem Leben. Sie suchen nach einem Leibwächter und ich nach einer Leiche. Wir könnten eine Menge Spaß miteinander haben, Schätzchen. Du darfst dir alles nehmen, was du willst, Schatz. Perfekt für sie. Was auch immer, Schätzchen. Oh. Wirklich. Ich kann beide mitnehmen. Oh, das passt sowas von gar nicht. Das passt sowas von gar nicht. Okay, wir haben zwei Leute jetzt im Team. Anscheinend ist Clover der neue Dogmeat. Mutzig und dreckig. Oh, was mache ich mit den Kindern, wenn ich sie kaufe? Sehen Sie sich an, Bronze. Sie sind völlig durch den Wind. Kann ich die Kuh auch kaufen? Endlich die Finger vom Alkohol. Nur weil ich trinke, habe ich mich noch nicht umgebracht. Weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber wir sind Sklaven. Ich habe nie behauptet, dass es einfach ist, so zu leben. Aber trinken bringt einen schneller ins Grab als die Sklaverei. Das ist keine Lösung. Hey, wenn es mich umbringt, umso besser. Ich sauf mich lieber zu Tode, als mich von denen umbringen zu lassen. Schade, dass Sie das so sehen. Ich hoffe, dass Sie es eines Tages einsehen werden. Wenn ja, werde ich Ihnen helfen. Hey, Bleak, erinnern Sie sich an das, was Sie mich gefragt haben? Das Geheimnis. Hallo, Bradbox, was läuft denn der so? Richtige? Im Ernst? Hallo. Lass mich mal sehen. In Ordnung. Ganz langsam. Hier. Es gehört Ihnen. Habe ich diesmal das Richtige gebracht? Was zum... Verdammt, Bronson. Das ist nicht, was ich haben wollte. Ich brauche einen der Zünder und nicht dieses, was auch immer das ist. Oh, es tut mir leid, Bleak. Ich dachte, das wäre, was Sie wollten. Ich bekomme allmählich das Gefühl, dass ich Ihrem versoffenen Hirn nicht trauen kann, Bronson. Wie oft haben Sie es jetzt schon vermasselt? Ich weiß. Geben Sie mir bitte noch eine Chance. Ich kann es schaffen. Ich glaube, das kann ich tun. Aber enttäuschen Sie mich nicht wieder, Bronson. Ich brauche Ihre Hilfe. Miss Jeanette. Okay. Will da keiner mit mir reden? Nein. Brauche Haarklammern. Hast du Haarklammern für mich? Ein Kronkorken für deine Gedanken. Haarklammern. Du darfst dir alles nehmen, was du willst, Schatz. Mist. Oh. Ich hätte zwar eine gute Rüstung für sie, aber irgendwie... Nein, hier gibt's nichts Gutes. Mist. Okay, raus hier. Kann ich hier raus teleportieren, würde es Sinn ergeben. Weltkarte. Schrottplatz, Minenfeld, Kraftwerk. Wo ist dann die kleine Stadt? Kraftwerk, Fort Bannister. Mist. Wo kriege ich Haarklammern her? Verdammt. Das Problem hatte ich noch nie im Fallout, dass ich keine Haarklammern kriege. Ich habe das Geld, ich habe nur nicht die richtigen Händler.
Weiß nicht. Ich hier. Aber hier wird es nicht sein, das Dorf, was ich suche. Es ist unter der Polizeistation irgendwo. Schauen wir uns um trotzdem. Au. Vielleicht der erste Death für das Mädel. Verdammt, ist der Sniper gut. Sniper wird mich carryen. Hier haben wir alles erkundigt. Wo ist die Polizeistation jetzt? Ich habe sie nicht gefunden. Minenfeld, Schrottplatz. Ruinen, Ruinen, Vault. War sie nicht hier irgendwo? Ford, Kraftwerk, Dickerson, Sendeturm, Scalebridge, Sendeturm. Sie war auf jeden Fall irgendwo ganz oben, oder? Gehen wir hier als nächstes hin. Ich kann die Pfeilpistole verkaufen, solange ich diese Sniper habe. Ich brauche nur Muni genug. Was gibt's denn hier schon wieder? Natürlich, was sonst? Was? War gerade ein Grafikglitch? Blödflieger. Ist schon tot, Jungs, ist schon tot. Alles klar, Brüder? Hier auch nichts in der Nähe. Verdammt! Das war doch nicht weiter unten, oder? Gehen wir hier rüber. Hilft nichts. Dort gibt's Händler. Hier musst du was geben zum Kaufen. Haarklammern. Ja. Hm. Oh je. Yeah. Uff. Das ist ein Glitch, dass ich so viele Follower mitnehmen kann. Sollte normal nicht möglich sein, weil sonst würde ich
nachdem ich Dogmeat hätte, sofort nach Paradise Force gehen und die Frau mir holen. Dann habe ich eine fette Party mit Hundefleisch bekommen. Coca-Cola darf ich nicht trinken. Okay. Wieder ein Sendeturm oder was? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Jeden Fall nichts Freundliches hier. Raider. Ja, ich sollte keine Muni für die verschwenden. Wo sind meine Sturmgewehre? Das ist eine verdammte Granate! Okay, wo ist er? Oh, Brüders! Komm schon, Team. Gehen wir zu den Brüders. Schauen wir uns die Action hier an. Oh. Ah, das Bein habe ich am meisten Chancen. Mir den Kill zu klären. Komm schon, Kill schlagen! Ist da gerade ein Bruder gestorben? Der war direkt daneben, der Bruder. Wo ist der Typ? Ach, da ist der Typ. Ja, der war fast gestorben. Ach, das sind meine Leute. Ist schon verlockend, den umzubringen, aber... Vielleicht der andere. Der hat ein bisschen mehr Leben. Sorry, Bruder. Oh.
Okay. Dann besorgen wir unseren Mädel Power Armor. Oh. Was? Puh. Gatling Lasergewehr, verdammt. Kleidung. Kann ich das selber nicht tragen. 27. Gratulation. Du darfst dir alles nehmen, was du willst, Schatz. Was auch immer, Schätzchen. Oh, sorry, Jericho. Ah, ich könnte sie dir auch geben. Jetzt könnte ich eine Kippe brauchen. Aber ich will dein Gesicht sehen. Ein wunderschönes Gesicht. Okay. Oh, wo bin ich gerade? Gott, schwer verwirrt. Geht mir vor, ich auch mit. Oh boy. Gatling Laser. Ja, ja. Ein bisschen Loot haben wir mit. Bin überhaupt nicht überfordert. Nein, nein. Ach du. Ich erinnere mich an diesen Ort. Hier oben irgendwo, okay. Das sollten wir fast ausschalten. Wie komme ich hier rauf? Gar nicht so. Na dann. Vielleicht bin ich nur schreckhaft. Wer ist da draußen? Wahrscheinlich gar nichts. Na doch. Blechdose brauchen wir jetzt sogar. Haarklammern? Nein, nein, keine Haarklammern. Da denkt man, man kann nicht mehr overpowerter werden. Und dann wird man noch overpowerter. Oder Team? Oder Jungs? Janey! Wie war dein Name? Clover! She's living the dream. Clover! Das ist ein Ghoul? Nein. As good as she seems. Ja, was gibt's? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Ich darf auf einmal trinken. Mist. Nein. Nichts zu rauchen. Action, Action, Action. Mist. 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 Oha, Klammern. Wir sind nochmal mit Mr. Gutsy gekommen. Wir werden dann später mal sehen, ob die uns attackieren. Das wäre noch interessant zu wissen.
ob die ausgestoßenen Brüder uns dann auch attackieren. Oh, hier ist noch einer. Mädel. Ah, natürlich kommt sie nicht her. Mädel. Glover. Verdammt, Glover. Warum tust du mir das an? Wo bist du? Wo ist sie? Steckt sie im Auto fest? Jericho? Wirklich, Clover? Wirklich jetzt? Was kann ich für dich tun? Ich bin für alles offen. Ach, natürlich bist du für alles offen. Steckst im Auto drin. Was auch immer, oh Gott. Was auch immer, Schätzchen, ja. Ja. Da deine Rüstung wieder. Du darfst dir alles nehmen, was du willst, Schatz. Ah, auf einer Toilette spielen zu wollen. Na Gott sei Dank hat sie es geschafft. Ah, sie ist eine Truckerin, eindeutig. Oh, ich habe so viel Loot und keinen Händler zum Verkaufen. Verdammt, die sind ja beide im besten Zustand. Ich habe einfach keine Händler. Okay, ich muss hier zurückkommen wieder. Hier ist das echt kacke. Ja, nur weil wir keine Händler haben. Okay. Ich muss zum Händlerdorf rauf. Das links ein bisschen weiter ist. Oh. Krass hier. Echt krass. Jede Menge Action. Und alles im Dunkeln immer. Oh, toll, toll. Sehr charmant. Was zum Teufel, was? Natürlich. Was sonst? Der richtige Ort. Die Straße schaut nicht mehr so zu benutzen aus. So gut zum Benutzen. Ja. Natürlich New York wieder. Der ist schon halb tot. Was? Die haben sich gegenseitig gekillt. Ja, ich habe gerade einen Stealth-Bow eingesetzt.
links rauf muss ich, glaube ich. Wie heißt das dann? Ja, das soll der richtige Ort sein. Oh, ich brauche alle Händler. So, wir sind richtig. Ameisen, natürlich. Den Ort muss ich jetzt erst befreien, glaube ich. Du wirst diese niemals unbehelligt in Angst und Schrecken versetzen. Nicht während sie unter dem Schutz des Mechanisten steht. Du und deine lächerlichen Blechbüchsen sind meiner Armee nicht gewachsen. Die Bürger dieser Stadt haben nichts zu befürchten. Der Mechanist ist hier, um sie zu beschützen. Das werden wir ja sehen. Greift an, meine Ameisensoldaten. Vernichtet diesen Narren und seine Blechbüchsen. Schwert aus, meine treuen Kreationen. Zeigt euer Ungeziefer, wozu die Menschen fähig sind. Ein Wachbrot gegen Ameisen, der wird wohl gewinnen. Die Menschen mögen manchmal schwach sein, aber unsere Kreationen sind stark und rein. Und das wirst du niemals sein. Die Kreationen der Menschen waren die Samen ihres Verderbens. Und nun wird die Welt der Ameisterin gehören. Solange die Welt von mir, den Mechanisten, beschützt wird, deine Terrorherrschaft hat hiermit ein Ende. Nein, warte, ich will mit dir reden. Ich schaff's nicht, Mist. Geht's Ihnen gut? Sie sind doch nicht verletzt, oder? Ich möchte mich für die grobe Begrüßung entschuldigen. Diese beiden machen neuerdings Ärger. Ich heiße Roe. Die meisten nennen mich Onkel Roe. Willkommen in Canterbury Commons. Das waren, der Mechanist und die Ameisterin. So nennen sie sich zumindest selbst. Ziemlich lächerlich, ich weiß. Vor einiger Zeit wurden wir von der Ameisterin angegriffen, dieser Frau mit den Ameisen. Der Mechanist hat mit seinen Robotern die Stadt gerettet. Das war ja alles schön und gut, aber ihre Kämpfe werden immer brutaler. Sie wollen einfach nicht abhauen. Das vertreibt die Kaufleute. 200 Kronkorken, wenn sie den Unterschlupf der Ameisterin und des Mechanisten finden und die beiden dazu bringen, aufzuhören. Egal wie. Sie brauchen sich eigentlich nur um einen zu kümmern. Im Moment bekämpfen sie sich, glaube ich, nur noch in Canterbury. Also, wie sieht's aus? Ja, das geht leider nicht. Sind Sie sicher, dass Sie mein großzügiges Angebot nicht annehmen möchten? Großartig. Ich bin erleichtert, dass die Situation in Kürze bereinigt sein wird. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen. Und seien Sie bitte diskret. Wir haben schon genug Möchtegern-Helden, die auf den Straßen Krieg spielen. Wir brauchen nicht noch mehr davon. Wenn ich helfen kann, tue ich's gern. Eines Tages kam eine verrückte Frau mit einem Haufen Ameisen in die Stadt. Sie sagte, die Menschheit sei tot und die Ameisen würden die Welt erben. Dorm hatte genug Zeit, die Ameisen mit ein, zwei Schüssen zu begrüßen. Sie rannte weg, greift aber in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder an. Damals stellte sie keine große Bedrohung dar. Sie war sogar unterhaltsam, denn es gab endlich mal wieder Gesprächsstoff in der Stadt. Als dann aber der Mechanist gegen sie vorging, wurde es ungemütlich. Ameisen lassen sich leicht abknallen, aber Roboter mit Laser sind was anderes. Der Mechanist war mal unser Stadtmechaniker, Scott Wolinski. Ruhiger Typ, immer Schraubenschlüssel und Lötmetall in der Hand. Ein harter Kerl. Er kümmerte sich immer um die Roboter, die die Stadt beschützten, bis sie bei einem der nervigen Angriffe der Ameisterin zerfetzt wurden. Ich denke, er nahm es persönlich, denn er fertigte sich einen mechanischen Anzug an, nannte sich Mechanist und wollte sie mit einer Roboterarmee bekämpfen. Jetzt reagiert er nicht mal mehr auf seinen Namen und seine Roboterarmee ist gefährlicher für die Stadt, als es die Ameisen jemals waren. Mein Neffe Derek weiß vielleicht mehr über sie. Es ist verdammt schwer, ihn davon abzuhalten, sich in den Kampf einzumischen, wenn sie auftauchen. Er weiß vielleicht mehr über sie, aber animieren Sie den armen Jungen bloß nicht. Er ist schon mehrmals fast draufgegangen.
Ja. Ich weiß fast alles, denke ich mal. Ich habe den Ort gegründet und passe darauf auf, dass es uns hier weiterhin gut geht. Ich denke, sie kommen, weil ich sie darum gebeten habe. Ich bin in den Handelskarawanen aufgewachsen und kenne die meisten schon mein Leben lang. Ich habe diesen Ort damals mit meiner Schwester Daisy gegründet. Perfekter Zwischenstopp auf dem Karawanenweg. Das sind einfach kleine Karawanen, die ihre Runden durch die Wüste drehen und ihre Waren zwischen Paradise Falls und River City verkaufen. Sie handeln mit niemandem, der ihren Freunden geschadet hat. Aber das ist auch schon alles, was sie an Organisation vorzuweisen haben. Ich habe darüber nachgedacht, aber einige dieser Ödlandhändler, naja, sie sind nicht gerade gut organisiert. Man bräuchte einen sehr gerissenen Geschäftsmann, um sie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, ob ich das könnte. Das sind aber ziemlich viele Kronkorken. Es wäre wirklich eine Schande, wenn die verschwendet würden, nicht wahr? Ich denke, ich kann die Karawane sicher um ein paar Gefallen bitten und mit ihnen über ihren Lagerbestand sprechen. Der Kunde ist König, richtig? Sie sagen mir einfach, was sie von den Karawanen wollen, und ich sage den Kaufleuten, was sie besorgen sollen. Gemischt Warenhändler. Sie sollten zu Crazy Wolfgang gehen. Er verkauft Reparaturen und Standardwaren. Allerdings bezeichnet er sich selbst lieber als Shorthändler. Wie er sagt, er ist überglücklich, denjenigen zu helfen, die seinen Schrott brauchen. Ja, so ist er. Sagt, dass er dadurch Aufmerksamkeit erregt. Mit einer Investition von 200 Kronkorken könnte er die Qualität seiner Materialien sicher verbessern oder zumindest mehr davon anbieten. Hervorragend. Ich werde mich gleich darum kümmern. Momentan wäre eine weitere Pack Brahmin erforderlich, um seine Waren zu tragen. Aber für 500 Kronkorken könnte er... Keine Sorge, ich habe das Geld. Gute Investition. Momentan trägt Wolfgang quasi einen kompletten Schrottplatz mit sich herum. Wenn er noch mehr Waren hat, ist er bald kein fahrender Händler mehr, sondern... Oh. Wir hatten mal einen besseren Mechaniker, aber das hat nicht funktioniert. 17, nein, nein. Gerne. Sie sollten sich an Lucky Harith wenden, den Abenteurer, Kampfkünstler und Sammler der tödlichsten Waffen der Menschheit. Er ist ein wenig exzentrisch, aber er bietet mehr Waffen als alle anderen an. Dort finden Sie sicher alles, was Ihr Herz begehrt. Harris hat ziemlich viele Waffen, aber er könnte seinen Bestand sicher noch verbessern. Okay, ich muss mal mit jemandem von den Leuten reden, dass ich auch wirklich was verkaufen kann. Händler? Nein. Händler? Hallo? Nein. Ist kein Händler da? Nur ein kaputter Roboter? Verdammt. Ich warte mal, bis Tag ist. Das Einzige, was ich brauche, sind Händler. Hey, da ist er. Wer? Wer ist das? Morgen. Crazy Wolfgang. Willkommen im fahrenden Schrottladen von Crazy Wolfgang. Abfalldepot, Müllbazar und Plundermarkt. Nun, welchen Krimskrams kann ich, der verrückteste aller möglichen Wolfgangs, Ihnen denn anbieten? Sammeln wir mal. Wir haben einen Gewinner. Was brauche ich? Nein, nein. Okay. Crazy Wolfgang hat genau das, was Sie brauchen. Zumindest, wenn Sie irgendwelchen Schrott brauchen, den ich zufällig habe. Klammern. Der Haarklammern. Peace out. Er hat keine Haarklammern. Vielleicht kriegt er erst sein Inventar, sein gutes, neues. Ah, verdammt. Ja, peace out.